Wir starten heute mit dem zweiten Tag hier in Berlin. Ja. 이번 투어는 Ready to Be라는 이름으로 돌고 있는데요. Der Titel unserer Tour heißt Ready to Be. 어떤 뜻인지 다현 씨가 한번 설명해 주세요. 네, 다현, möchtest du uns einmal erklären, was das für eine Bedeutung hat? The title of this tour is called Ready to Be. Ready to Be is meaningful. It means we are ready to show you who we are. Goes by, we became more comfortable revealing ourselves and being featured as Twice by your increased amount and your love. So we wanted to share this message to you. We are ready to be happy with you tonight. Are you ready for tonight? Möchtest du uns einmal sagen, was der nächste Song ist? Beim nächsten Song haben wir einen sehr guten Song für euch. Und, und es ist das erste Mal, dass wir euch diesen Song zeigen. Wollen wir direkt starten? Bevor wir allerdings starten können, gibt es noch eine Sache, die wir vorher machen müssen. 저희가 Ready to Be 외치면, 먼저 여러분들이 Twice 외쳐주시면 됩니다. Okay. Wenn wir Ready to Be sagen, müsst ihr Twice rufen. Yeah. Okay, are you ready? Ready to Be! Oh, we just go hard, we just go hard to see the night.
heute Abend noch viel lauter sind als die Ones von gestern. Aber ich finde immer noch, dass da noch viel mehr geht. Ich weiß ganz genau, dass ihr eigentlich noch viel lauter mitmachen könnt. Dann wollen wir doch einmal testen, wie laut die Ones heute Abend hier sind, oder? Es gibt einen bestimmten Teil, den ich heute ganz besonders beeindruckend fand. Und zwar habe ich genau eine Stelle gehört, sogar durch meine In-Ears, an der ihr ganz laut mitgemacht habt. Und das war der Teil bei Moonlight Sunrise von Tio. Wisst ihr, welche Stelle sie meint? Diesen Teil haben alle mitgesungen? Oder habe ich mir das etwa vorgestellt? 해볼까요? 한번 제가 잘 들은 건지 아닌지 한번 테스트를 해봐야 될 것 같아요. Sollen wir es einmal ausprobieren? Ich möchte wissen, ob ihr wirklich mitgemacht habt an der Stelle. 해볼게요. 1, 2, 3, 4 하면 감사하신다고 하는 거예요? Wenn ich 1, 2, 3, 4 sage, dann müsst ihr einmal mitsingen, okay?
Yeah.
Thank you.
Yeah.
this tour. We have a live band for the first time this tour. So, please give them a big hand for their amazing performance. Thank you, Park Seo-min, Im Sung-kyu, and Kim Jo-young. 제가 스페셜 긴장하는데 팬들분들이 막 엄청 열심히 해주시는 게 보이는 거예요. 너무 멋있는 것 같아요. 스페셜 안 Park Seo-min, und die Band gespielt hat, war das so cool, als er auf die Bühne kam. Die waren halt schon so in Fahrt. Mir hat besonders gefallen, als wir nach vorne gegangen sind, haben wir eure Gesichter alle sehen können. Das war total schön. Und wir haben ja für diese Tour alle unsere Solo-Auftritte vorbereitet. Daniel, wie fandest du es? Ich habe, wie ihr vielleicht sehen könnt, leider eine kleine Entzündung am Auge. Also, 한쪽 눈으로 피아노를 치는데 너무 많이 걱정이 됐었거든요. Deswegen habe ich mir wirklich viele Sorgen gemacht, weil ich ja mit einem Auge Klavier spielen muss. 근데 제가 피아노를 칠 때는 여러분들을 볼 수가 없으니까 오직 소리로만 여러분들의 반응을 느낄 수가 있어요. Weil ich beim Klavierspielen euch leider nicht sehen kann, habe ich euch nur durch das Hören wahrgenommen. 근데 여러분들이 호응을 정말 잘해주셔서 좀 힘이 많이 났던 것 같습니다. Aber ich habe sehr viel Energie bekommen, weil ich euch so laut jubeln gehört habe. 라는 곡을 들려드렸고요. Ich habe für euch Try vorbereitet. 제 이름을 외쳐주시는 거예요? My name? Ich habe für euch den Song Done For Me von Charlie Puth vorbereitet. 멋있었나요? Ich habe heute für den Auftritt eine Hose getragen. Hat es euch gefallen? 그래서 오늘은 바지 입고 어제는 치마도 입고 두 버전을 보여드렸는데 좋지 않았나요? Ich habe euch hier in den zwei Versionen präsentiert. Gestern war ich im Rock, heute in der Hose. Hat es euch gefallen? 너무 viel lauter ist als gestern.
열고 넥타이 느낌으로 해서 레이스 레드 셔츠. 하나 예쁘다. Ich habe heute mal was anderes vorbereitet. Ich hatte ein anderes Auftritt als anderes Outfit als gestern war. Und zwar habe ich mal das Hemd geöffnet. Und darunter war ein Busch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das in eurer Erinnerung behält, weil ihr das hier alle live gesehen habt.
너의 눈 속에 비친 나는 울지도 웃지도 못하는 아이. 사람들의 시선 속에 편견의 조각들로 만들어진 또 다른 내가 자라고 있어. 진짜 각자를 구원하지 못하지. 너의 세상 속에 살고 있는 나. 그게 정말 나일까? 끊임없는 질문. 하지만 답은 정해져 있어. 아.
sind jetzt sogar schon mit dem Title Medley durch. Ja. Hattet ihr Spaß? Es gab schon noch einige Lieder, die ihr das erste Mal gehört habt, aber wir hatten super viel Spaß, weil ihr auch einfach so energiereich mitgemacht habt. Wollen wir dann noch einmal über die Auftritte, über die Solo-Auftritte sprechen, die von Ihnen haben? Dann fange ich mal an. Mein Solo-Auftritt war ein Song, den ich selber geschrieben habe über das Gefühl, als ich meine Gitarre gekauft habe. Und ich freue mich über die Möglichkeit, hier beim ersten Besuch in Berlin euch diesen Song vorzustellen. Ich wollte schon immer mal nach Berlin kommen und ich wünsche mir, dass wir bei unserem nächsten Besuch auch Zeit haben, ein bisschen Sightseeing zu machen. Herzlichen Dank, dass ihr alle so fleißig mit euren Lichtern mitgemacht habt bei meinem Auftritt. Ich habe direkt beim Interview mit dem Blau mitgemacht, deswegen hatte ich sehr viel Spaß und sehr viel Selbstbewusstsein. Und ich habe gehört, dass Taeyong heute mal tanzen wird. Ich habe mir
mir bei diesem Konzert dieses Mal war ich am nervösesten vor dem Solo-Auftritt. Und weil unsere Ones hier uns so viel Jubel und so viel Beifall zugesprochen haben, war ich sogar noch viel aufgeregter als sie. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir hier nach Berlin kommen konnten, um überhaupt ein Konzert zu veranstalten und dass ich sogar einen Solo-Auftritt vorführen durfte. Dankeschön. Okay, are you ready?
Thank you.
아.